Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2, 2 gegen 2. Heute allerdings mal ein bisschen anders, denn es ist eine Special-Folge, Folge 100. Folge 100, Nergorix Revenge hat das Ding im Untertitel, ja. One-on-one, Nergorix gegen mich, ja. Wer ist der bessere Spieler? Wenn Nergorix kann nur verlieren. Wenn er eins verliert, ist er bereits schlechter als Wolf-Team. Nein, das nicht. mein Ziel ist natürlich ganz klares 3-0. Wir werden drei Matches spielen. Wir werden diese drei Matches auch ausspielen, selbst wenn einer der Spieler 2-0 führt, werden wir, das dritte Match ausspielen. Und wir nehmen die neuen Maps, die für uns völlig neu. Wir haben noch kein einziges Mal drauf gespielt. Für euch sollten sie ja schon ein bisschen länger verfügbar sein. Aber für uns ist das völlig neue Erfahrung. Paladino Terminal, wir haben auf der Map schon gesehen. Also für mich die schrecklichste Map der neuen, aber gut. Zalrock wollte diese Map als erstes haben. Ja, wir werden uns gleich im Teamspeak muten. Das heißt, dieses Mal, falls ihr dann irgendwie die Kommentierung des einen Spielers hören wollt, müsst ihr dann halt bei dem auch den Ton anmachen, logischerweise. Aber wir werden dann nach dem Spiel das uns nochmal ein bisschen besprechen, bevor es dann mit dem nächsten Game weitergeht, denke ich. Also diese Folge wird wahrscheinlich deutlich länger sein als sonst. Es sei denn, ich werde gecannon-rushed oder so. Mal schauen, ob Zalrock das macht. Ja, ich würde sagen, wir starten und dann muten wir uns im Teamspeak, ne? Ja, genau. Good luck, have fun, Nergorix. Ja, schreibe ich gleich auch mal. Good luck. So. Oder have fun, good luck wünscht dir nicht. Übrigens, wenn ihr auch mal gegen Nergorix spielen wollt, der nimmt jeden an. Schreibt einfach eine Mail an den, dann ist das kein Problem. Du hast dich noch nicht gemutet, ich kann das noch hören und nein, das ist nicht so. Achso, okay, Entschuldigung. So, ja, jetzt sind wir alleine. Paladino Terminal. Zarok ist Protoss. Oh nein, jetzt habe ich die ganze Zeit diesen Störton. Warte, jetzt muss ich eben Teamspeak muten, glaube ich. Kann ich das? Ja. Hallo? Nein. Teamspeak? So. Gut. Wir sind Terraner im ersten Match. Ich werde die Rassen tatsächlich wechseln. Wir müssen uns erstmal hier ein bisschen diese Map angucken. Ja, interessant. Station 2. Terraner, wir spielen als Opening, also wir werden auf jeden Fall mal einen Keeper am Anfang spielen. Einfach um Zarok mal ein bisschen zu verwirren. Wie steht denn mein WBF da schon mal? Das backt ja schon mal hier gleich am Anfang rum, das ist ja schon mal klasse. Ich werde... Soll ich scouten gehen? Nee. Nee. Machen wir nicht. So, ich würde ganz gerne den Teamspeak hier noch so ein bisschen zu sehen haben. Trotzdem will ich gerne sehen hier, was ich so mache. So, alles ein bisschen ungewohnt. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt tatsächlich, weil Zarok hat recht, ich kann mich nur überlegen. Kann das sein, dass der Ingame... Ist das zu langsam? Nee, müsste klappen eigentlich. Das wirkt so lahm, oder? Sind wir auf dem richtigen Speed? Zarok, das kommt mir so langsam vor. Sind wir auf dem richtigen, auf der richtigen Geschwindigkeit? Das wirkt alles so lahm. Jetzt, wo du es sagst. Kann das sein, dass wir... Die fahren wirklich sehr langsam. Ja, ich glaube, wir haben die falsche Spielgeschwindigkeit. Sollen wir nochmal neu starten? Ja, lass das doch mal machen. Ja. Gut, so, Zarok führt 1-0. Jawohl! Nein, aber so ist ja blöd. Also ich glaube, das war irgendwie lahm, oder nicht? Mir ist das jetzt erst aufgefallen, nachdem ich das gesehen habe. Also du hast gesagt, das ist irgendwie lahm. Dann habe ich auf meine Worker geguckt. Die sind wirklich ganz schön langsam. Ist das normale Spiel nicht fast her und nicht fast? Ja, fast her spielt man. Da hast du nämlich fast eingestellt, ne? Schnell, genau. Es ist falsch eingestellt. Wir müssen auf schneller. Das ist ja mal klasse. Verdammt, gut. Ich war vorne. Dann starten wir jetzt mal nochmal. Ja. Tolles Opening für uns. Gut. Ja. Gut, Rematch. Mal, ne? Hat ja schon mal gut geklappt. Ja. Perfekt. 1-0 für mich, ne? Nein. Gut. So, muten wir uns wieder. Dann können wir das Ganze nochmal machen. Wir spawnen wieder gleiche Position. Ah, so sieht das doch schon viel besser aus. So sieht das doch viel besser aus. Zack. Uns fehlen Mineralien. So, Depot bauen. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Und wir machen trotzdem das gleiche Opening, das ich gerade getestet habe. Also einfach ein stinknormales Reaper-Opening. Denn ich glaube, es ist sehr, sehr sinnvoll, wenn ich einfach Standard spiele in den ganzen Matchups. Es sei denn, ich merke jetzt im ersten Match jetzt mit Terraner schon irgendwie,
ein Haus so schlagen kann, dann werde ich vielleicht danach ein bisschen was anderes machen. Uns fehlen Mineralien. Denn Terraner ist ja durchaus meine schwächste Rasse. Mehr Mineralien. So, aber so gefällt mir das doch schon viel besser mit der Geschwindigkeit. Komm, machen wir jetzt Surround. So, sollte man natürlich eigentlich nicht machen, aber bei so einem Fun-Game kann man das mal einfach probieren. So. Betrieben haben wir ihn auf jeden Fall damit. So, diese Map ist eine sehr, sehr komische Map. Wir sehen hier, hier ist auch nochmal so ein komischer Zugang. Da ist unsere Natural. Naja, mal schauen. Hier würde ich mal fast sagen, dass hier eine total Imber Tank Position ist. Gut, man kann natürlich von hier nachher nochmal guten Tag sagen, quasi von der Seite. Aber trotzdem sehr unbewohnt. Gut, Orbital im Bau. Wir müssen natürlich gleich auch die Excel nehmen. Kommen wir nämlich auch direkt auf den Lowground. Ich glaube, das können wir uns leisten. Das Problem, was wir haben, ist, wir müssen, also ich würde mal sagen, wir müssen definitiv vor dem Oracle in Acht nehmen. Da werde ich gleich auf jeden Fall Prio draufsetzen, dass wir dagegen was haben. So, zack. Dann scouten wir mal direkt bei ihm. So. Zweites Gas nehmen. Ich muss gleich gucken, wann ich denn hier die Ingenieurwehr brauche. Eine Wall gebaut, das soll jetzt auch nicht so überraschend. Ja, da muss man nämlich schon Work abholen. Der hat jetzt gleich Overcharge. Das muss man ein bisschen hier zum Staub machen. Der kann natürlich nur einen Overcharge setzen. Nein! Aber gut. Da war dann doch die hier zu groß. So, er hat keinen Adept-Opening gespielt, interessanterweise. Uns fehlen Mineralien. So, und wir werden auf jeden Fall jetzt einen Engineering mehr nehmen. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Geht nicht. Orbital bauen. Das ist gerade wichtiger als weitere Marines. Mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Ich natürlich auch sein, dass irgendwie ein Proxy Stargate oder so ein Quatsch macht. Geht nicht. Dafür brauchen das ist alles möglich. Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Also ich habe ziemlich Angst vor dem Stargate, wie ihr merkt. Deshalb werden wir da jetzt auch möglichst schnell was halt unternehmen gegen. Danach bin ich zuversichtlich. Wir werden nochmal eben jetzt eine Widowmine uns holen. Uns fehlen Mineralien. Dafür reicht die Energie nicht. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir haben jetzt auch eigentlich genug Marines. Okay, wir haben noch nicht ganz genug Marines. Man braucht 5 Marines, um vernünftig den Oracle abzufahren. Trotzdem bin ich da ganz zuversichtlich gerade, dass wir da genug gegen hätten. So, noch scannen wir nicht, aber ich denke, die nächste Dingens werden wir für den Scan nutzen. So, zack. Ich muss jetzt eigentlich auch gleich ein Depot wieder bauen, bevor wir Supply Block werden. Wir brauchen mehr Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. So. Uns fehlen Mineralien. Einen Moment warten, denn wir haben ja die Widowmine erst gebaut. Das ist nicht so gut. So, wir haben gleich einen Scan, dann werden wir mal einmal auf die Natural scannen. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Hier steht. Obo haben wir auch gesehen. Hier ist übrigens ein Dingens, das sollten wir mal dringend beseitigen. Können wir allerdings natürlich gleich auch selber nutzen, wenn wir das erste Mal droppen. Denn ich denke, wir werden auf jeden Fall droppen. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. So, und wir holen uns auch mal ein paar Marauder. Uns fehlen Mineralien. Habe ich den Groß wieder gebaut? Ich glaube nicht. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. So. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Die ersten beiden sind jetzt gleich da. Wir fangen das mal tatsächlich mit einem Liberator. So. Haben wir schon genug für 2 Milliwatts? Ich glaube ja. Stim ist noch nicht durch. Wir haben kein Gas mehr. Wir warten nur auf Sie.
Dafür fehlt uns Vespingas. Zack, jetzt müssen wir eigentlich hier weitere Barracks bauen. Uns fehlen Mineralien. Zack, zack, zack. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Und wie lange brauchst du noch? So, und ich fürchte fast, er hätte natürlich uns nicht damit gerechnet, dass hier das ist. Dass das jetzt gleich zu Problemen führen wird. Für ihn. Koordinaten eingegeben. So, wir warten mal, dass es zeitgleich einschlägt. Und vielleicht währenddessen schon mal unser. Oh. Oh, plus mal. Worauf soll ich ballern, Sir? Mist, Sie sind hinter den BBFs her. So. Upgrade durchgeführt. Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen. Volle Kraft. Zack. Was gibt's denn? Losgeladen und fertig. Ja, das ist auch gestorben. Nice. So, auch wieder den Move Command. Zack. Ja, dann müssen wir jetzt hier mal eben vernünftige Follow-up spielen. Hab ich jetzt echt eine Hütte gebaut? Raider immer noch in Position. Tja, das sieht nicht so geil aus für Cyborg. Ohne mehr Versorgung gibt das nichts. Zack. GG. Sehr schön. Taktik versucht er da irgendwas? So. Ja, das ist für einen Profispieler natürlich nicht so geil, ne? Mit Noob-Taktik fliegt er da mit einem Drop rein. Das ist ja typisch Terraner, aber anderes kann er halt nicht. Du hast übrigens parallel den gleichen Drop gespielt, ne? Also, das stimmt nicht. Ich hatte keine so. Stimmt Marines bei. Ja, aber Adepten mit Upgrade. Ich hatte ein Upgrade? Weiß ich nicht, aber du hattest eine Twilight Council, hättest das Upgrade haben können. Ja, das stimmt. Ja, lief doch ganz gut, oder? Ja, würde ich auch sagen. Wir waren gleich lang supply-locked. Was? Mein Liberator an der Netzschlag hat übrigens auch 17 Kills gemacht. Ja, das kann sein. Das ist das Problem in StarCraft. Er hat sich, muss aber sagen, Nergorix hat das gemacht, was ein Terraner macht. Hat sich mit Widowmines eingebunkert. Nee, das war eine Widowmine. Und die habe ich wegen einem Oracle eigentlich abgestellt, weil ich die ganze Zeit Angst vor dem Oracle hatte. Bei dir. Angst vor dem Oracle? Ja. Ja, aber ich fand, das war ein gutes erstes Game. Ja. Ja, mit Nubismus gibt sich Nergorix natürlich zufrieden. So. Du hast jetzt die Auswahl zwischen dem Tiefseeriff und. Du kennst Optima die Maps Station. Genauso wenig! Ja, macht nichts, aber du hast jetzt die Auswahl dazwischen. Ja, das dann nimm dieses Tiefseeriff-Ding. Okay, Tiefseeriff. Zack. Wir stellen das wieder mit Gamehard-Overlay, falls wir uns das nochmal später sehr schön anschauen werden. Ja, müssen wir uns auf alle Fälle angucken. Erstes Spiel war halt typisch Terraner-Drop. Ja gut, ich hatte ja hinten nochmal genauso viel, ne? Ja, das weiß ich nicht. Ja, gut, wollen wir weitermachen? Zerg gegen Protoss ist jetzt das nächste Match. Ja, komm an. Dann starten wir mal und looten uns wieder. Also ich fand, das war ein schönes erstes Match. Ja, das war auch ein schöner erster Drop. Mikrofon muted. Das so. Ist halt das ist halt... Oh. Ja, hat er jetzt gemerkt, dass ich auch wieder muten muss. So, wir machen wieder das Teamspeak aus, damit das nicht immer piept. Das ist nämlich nervig. Tiefseeriff, eine sehr, sehr, grelle Map, würde ich mal behaupten am Anfang. Bei mir gefällt es endlich mal ein bisschen anderer Farbstil. Okay, ich nehme das Ganze zurück, wenn ich es jetzt hier live gesehen habe. Wie sieht das denn aus? Ich hoffe, wir haben jetzt schneller. Ja, das sieht gut aus. Die Map ist komisch, schreibt er nur. Ach, hier sind so schöne Korallen. So schöne Korallen.
brauchen mehr Overlord. So, aber ich habe schon mal keinen Overlord gebaut, wie geil. Nicht genug Mineralien. So, Mineralien. Zack, Double Extractor Trick. Sollte man eigentlich nicht tun, aber wir haben ja gerade gesehen, bei Zalrog brauchen wir nicht so viel. Können wir mal eben hier das noch schnell umstellen. Wir können auch mal die Hotkeys für Zerg reinhauen, aber eigentlich ist jetzt nicht so notwendig. Ich hoffe, er schaut sich zur Folge im Nachhinein nochmal an. Wo ist denn hier eine Natural Expansion da? Wir nehmen trotzdem Pool First. Ich werde immer auf Nummer sicher gehen hier in diesen Matches gegen Zalrog. Nehmen deshalb Pool, Gas und dann erst gleich die Hedge. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Hier kann man die Rocks frei machen. Ah, wir sind komplett unter Wasser. Das merke ich jetzt erst. Hier steigen Luftblasen auf. Das ist ja mal grad. Hier, diese Rocks könnte man wahrscheinlich kaputt machen, damit es weiter ist. Und nicht so eine Engstelle hier hat. Das werden wir natürlich als Zerkner auf jeden Fall tun. So. Sieht jetzt hier, dass wir Pool First gespielt haben. Ich weiß allerdings nicht, ob er das wahrnimmt. Zusätzliche Mineralien. In der Theorie sieht man es hier. So. Ich hätte natürlich, was ich jetzt mal tatsächlich probiere bei dieser Map, ich könnte mir vorstellen, dass das gut ist. Wir gehen mal aufs Swarmhaus. Das ist natürlich ein bisschen riskant, aber komm, wir führen 1-0. Warum sollten wir nicht so ein bisschen riskant spielen? Das ist für mich echt ein bisschen irritierend, dass ich jetzt keinen frühen Pool habe, keinen so früher Hedge habe. Aber naja, wahrscheinlich muss ich sogar einmal abstellen, noch kurz zwischenzeitlich. Das sieht ja auch alles aus hier. Unter Wasser. Zack. So. Beides nach unten schicken. Dann werden wir uns mal eben hier so ein paar Linge holen. 4 Stück sollten eigentlich reichen. Müssen wir eben hier schauen, ob er eine Natural hat. Vielleicht ein bisschen anders noch liegen müssen. Das ist halt das, was man halt noch nicht so richtig weiß, weil man das erste Mal spielt. Hier, da steht scheinbar schon der Nexus, zumindest angefangen. Wo können wir denn mal hin mit dem? Ach, wir können eigentlich hier kommen. Was soll denn der Geiz? Wir fliegen mal direkt rüber. Vielleicht sniped er die. Vielleicht aber auch nicht. Da er so früh expandiert hat, können wir uns das, glaube ich, auch erlauben, das zu machen. Zum dritten Mal. Ich denke, er baut jetzt einen Overlord, aber ich hoffe, dass wir früh genug wegkommen. Ein Overlord. Er baut jetzt einen Stalker, denke ich. So. Nicht genug Mineralien. Zack. Schwarm, oh, hier schwimmen ja sogar Fische rum. Das ist ja schön. Energie und nicht genug Mineralien. Zack. So ein bisschen fehlt ist hier vernünftige Map Presence. Nicht gesucht. Das ist was, was nicht so ganz so geil ist. Könnte natürlich auch hier komplett zubohren, ne? Ja, machen wir aber nicht. So. Wir haben ein paar mehr Linge gerade. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir bräuchten mal ein bisschen mehr Defense, falls einfach vielleicht mal ein Adept auftaucht oder so. Zusätzliche Mineralien. Gleich auch Roaches bauen. Mineralien. Denke, das sollten wir auch tun. Steht ein Stalker. Schauen, ob er da raufguckt gerade. So. Also mir macht dieses Match schon mal so Spaß. Aber Zalrog hat gesagt, dass dieses Match so aufgehen sollte, dass wir mal gegeneinander spielen. Also ist jetzt nicht hier nur was, um ihn fertig zu machen. Die Chancen zu gewinnen sind relativ hoch im Vergleich natürlich bei mir, im Vergleich zu Zalrog. Aber unmöglich ist natürlich nicht hier zu verlieren und ich denke, darauf hofft hier auch natürlich Zalrog, dass er hier irgendwie eine Chance hat. Mit vielleicht auch etwas unkonventionellem Spielstil und deshalb muss ich hier ein bisschen aufpassen. So, das ist jetzt endlich mal besiegt. Wir stellen mal einen hier ab und dann. So ein bisschen. Und dann ist das hier unsere neue Nummer 1. Nicht genug Energie. Was macht denn die Queen da? Energie
unzureichend. Ja. Benötigen mehr Vespin-Gas. Noch unbedingt mehr Gas. Unzureichend. Brauchen mehr Overlords. Gut. Wir haben Leertech, das heißt, wir können jetzt hier durchaus mal eben durch die Base scouten. Nicht genug Energie. Mehr Overlords benötigt. Oh, das ist nicht gut, dieser Supply-Block. Unzureichend. Nicht genug Energie. Zack. Mutation. Energie unzureichend. Twilight Council, mehr Gateways. Hier sonst noch was stehen? Nö, ist aus. Hat Stalker mal Stalker gebaut. Zusätzliches Vespin-Gas benötigt. Nicht genug Energie. So. Er hat auch nicht festgestellt, dass das ein Changeling war. Ich wollte ja aufs Swarmhouse gehen, fällt mir gerade erst auf. Dazu bräuchte man nichts mehr Gas. Evolution abgeschlossen. Erstmal ein paar mehr Drohnen. Unzureichend. Nicht genug. So. Wenn ich jetzt gleich einen Push komme, dann bräuchte ich noch ein paar mehr Hydras tatsächlich. Also da ist meine Armee nicht so aussagekräftig. War viel zu viele Overmins. Also meine Injects waren nicht so gut, deshalb habe ich hier nicht genug Larven, um mein Geld auszugeben, vernünftig. Zack. So, jetzt sollte eigentlich mein Changeling gleich mal sterben. So. Komm, machen wir jetzt einfach nochmal gierig hier. Damit weiter. Streitkräfte, Mutation gegriffen, benötigt Kriecher. So, hier zwei Cannons gebaut, interessant. Zack. Gut, und dann würde ich mal sagen, bam. Spin-Gas unzureichend. Wir können nochmal Buru erforschen. Die nachher eingraben können. Aber wir werden hauptsächlich mit Hit and Run gleich arbeiten. Jetzt müssen wir natürlich mit dem Rest auch eine vernünftige Armee aufbauen. Oh, er scheint jetzt pushen zu wollen. Das könnte tatsächlich blöd für uns werden. Denn so viel haben wir jetzt hier nicht als Defense. Natürlich gleich nur die Swarmhouse. Das sind Einheiten. Ja, ich darf damit jetzt leider nicht direkt angreifen. Nur wenn ich mir sicher bin, dass ich damit hier quasi meine die Armee von Zarg schon schlage. Ich will aber auch einfach nur die Kritte nehmen. Okay. Da ist er. Overlords unzureichend. Ich bin Blinkstalker Michael hier sogar unterwegs. Aber es reicht halt einfach nicht. Brauchen mehr Overlords. Und spätestens wenn gleich wieder hier Swarmhouse weitermachen können. Mehr Overlords benötigt. So. So, es kann natürlich sein, dass er quasi die dritte genommen hat. Das muss ich jetzt mal eben überprüfen. Ich habe so viele Minerals die ganze Zeit. Jetzt hat er es gerade gemacht. Wäre natürlich geil gewesen, hätten wir das vorher schon mitbekommen. Nein, nicht möglich.
Versorgungslimit erreicht. Den können wir auch mal langsam nehmen. Die Spire vorbereiten. Queen. Sie fragen natürlich, ob er hier wieder irgendwo in der Nähe steht. Und dann Blinkstock natürlich hier draufblicken, wäre es nicht so geil für uns. Ja, da wir genau in dem gleichen Punkt hier rumgebaut. Neue Königin bereit. So. Nicht genug Energie. Gut, ja, also wir sehen, wir bekommen eine riesen Bank aktuell. Können allerdings nicht so viel machen gerade. Max, ich will jetzt eigentlich nicht frontal angreifen, wenn ich ehrlich bin. So. Mineralienvorkommen aufgebraucht. Zack. So, wir haben 11 Idle Drohnen, 12 Idle Drohnen, also irgendwo ist eine Base leer. Aber wir haben ja gleich ein paar. Zack. Sequenzen gesponnen. Warum? Kommen die gar nicht vernünftig durch, oder was? Befehl inakzeptabel. Und hier wäre auch noch eine Möglichkeit, was zu machen. Mineralienfeld. So, komm, machen wir jetzt mal Folgendes gerade. Mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Zack. Energie unzureichend. Zack, sind wir jetzt bei einer dritten unterwegs. So. Ah, da kommt er. Echt weiter pushen. Na gut, meinetwegen. Aber es ist ein schlechterer Trade für ihn. Mutation. Mineralienfälle. Ohne GG geht er da raus. Ohne GG geht er da raus. Mikrofon activated. Hallo. Ja, der Spieler aber auch nur Noob-Einheiten. Ne? Du zeigst übrigens deine Klasse hier wirklich sehr. Ich hatte übrigens alle anderen Bases, außer die, die du hattest. Da wirst du übrigens sehr ausgelacht werden in den Kommentaren. Mm, das glaube ich auch. Soll ich mal ein Straight-Up-Game machen? Der spielt ja nur Noob-Einheiten. Soll ich einfach mal ein Straight-Up-Game gleich machen als Bruder? Was ist denn ein Straight-Up-Game? Ja, ich weiß nicht. Du tust ja aber so, als wäre das, was ich mache, Cheese. Nee, Cheese nicht, aber das sind einfach die Einheiten. Was soll ich denn in der nächsten, im nächsten Match spielen? Verstecken! Nicht offensiv, nur verstecken. Die sind nicht versteckt, du hättest den einfach hinterher raufen können. Ich habe die nicht eingegraben. Also einmal am Anfang habe ich sie eingegraben, als du gepusht hast. Ich habe auch noch mitgekriegt, wie du die eingegraben hast. Ja, am Anfang da. Bei dem Push, den du gemacht hast. Das ist ja erst auch wieder, danach da muss Blizzard nicht dran arbeiten. Wir machen Einheiten, die gefühlt 700 DPS machen, aber lassen die eingraben. Wir machen leider auch so Einheiten wie Observer, die man gut in der Armee packen kann. Ja, das schon wieder. Siehst du, zum Eingraben brauchst du keine extra Einheit. Zum Eingraben brauchst du ein Upgrade. Ja, eben, Upgrade. Ja. Upgrade haben dann alle. Ein Observer haben nicht alle. Das Upgrade haben nicht alle. Also es kann viel öfter jemand einen Observer, da kannst du mir nichts erzählen sagen. Aber ich freue mich, es macht ja Spaß hier. Das wäre Balancing von Blizzard, wenn sie einfach hier Zerg hat diese Burrow-Fähigkeit, können sich alle eingraben. Und die anderen kriegen so halt als Counter für diese Eingrabefähigkeit, kriegen die eine Fähigkeit, so eine Observe-Fähigkeit. Ja, gut, Lack, Zahl, viel Spaß. Wo sie dann quasi sehen. So,
Das müssen wir uns alles gar nicht anhören. Wir machen jetzt hier weiter. Ja, was können wir denn spielen, damit Zarok denkt, das ist ein Straight-Up-Game? Weiß ich gar nicht so richtig. Er beschwert sich eigentlich immer über alles. Also von daher... Zusätzliche Mineralien werden benötigt. Unzureichende Mineralien. Weiß ich gar nicht, was wir da am besten spielen. Was ist das denn schon wieder für eine Sättigung auf dieser Map? Reichen nicht aus. So, PvP. Unzureichende Mineralien. Jetzt im Matchup Nummer 3. Unsere Mineralien reichen nicht aus. So, ich möchte ihn natürlich jetzt hier auch nicht vorführen, deshalb, na, schauen wir mal. Komm, wir spielen einfach mal Nexus First. Vielleicht macht er ja mal einen frühen Eingriff und dann zahlt sich das aus für ihn. Aber ich kann natürlich jetzt auch nicht so spielen, dass ich absichtlich verliere. Wo gehen wir da denn hin? So, das würde Zarok, glaube ich, auch nicht wollen. Bayer ist ja Bayern-Fan, also von daher... Die wollen ja nicht um ihren Sieg kämpfen, sondern zur Not einfach hinfallen. Dann pfeift der Schiedsrichter schon. So, Nexus bauen. Was spielen wir denn jetzt? Ich weiß noch gar nicht so richtig. Mein, im normalen Fall würde ich jetzt einfach auf Mars R gehen. Und damit gewinnen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich damit gewinnen würde. Dann spielen wir nochmal Blinkstalker. Das hat er beim letzten Game auch gespielt. Blinkstalker spiele ich eigentlich auch ganz gerne im PvP. Natürlich so, dass wir dann relativ spät dabei sind, weil wir halt Nexus First gespielt haben, aber... Naja, wir scouten jetzt auch mal einmal zu ihm. So, apropos zusätzlich, wir brauchen auch nochmal ein Depot, bzw. einen Pylon. Okay. Hier hat man auch noch so eine Base, also irgendwie... Ach, hier gibt es aber Backdoor Rocks, okay. Naja, da dürfen wir nicht durch, sonst sagt der Zarok wieder, unfair. Das können wir natürlich nicht machen. So. Unsere Mini. So, das ist doch wunderbar motiviert schon. Unzureichende Mineralien. Dann scouten wir mal, was macht der Zarok so? Wir haben eine Wall gebaut, eine Echse genommen. Unsere Mineralien reichen nicht aus. Nein. Was macht er denn da? Baut jetzt was, will jetzt die Echse nehmen. Alles klar. Mal folgendes. So. Ja, verlieren wir halt unseren Stalker. Mir doch egal. War es wert. Wir haben ihn angesprayt. Der Feind greift unsere Sonden an. So, lass mich mal hier ordentlich was geben. Zack. Und ist jetzt auch schon wieder hier wütend. Dass sich mehr Chancen ausrechnet, so wie es aussieht. Schreibt gar nichts mehr. Zusätzliche Mineralien werden benötigt. So. Unsere Mineralien. Zusätzliche Mineralien. Unzureichende Mineralien. Zusätzliche Mineralien. Twilight Council. Unsere Mineralien reichen nicht aus. Unzureichende Mineralien. Eine Pilze habe ich gerade gebaut, glaube ich. Ist gut soweit. Unsere Mineralien reichen nicht aus. Wir haben noch keinen Mothership Core. Den wollen wir uns gleich mal dazu holen. Glaube ich, ganz klug. Unzureichende Mineralien. Also, wir haben auf jeden Fall deutlich mehr Worker als er. Er hat ja gerade erst expandiert, das haben wir gesehen. Zusätzliche Mineralien werden benötigt. Oh. Unsere Mineralien reichen nicht aus. Was er hier auch gleich was mit den Rocks macht, wenn er das selber bei sich gesehen hat, dass da Rocks sind. Zusätzliche Mineralien werden benötigt. Zack, so, ich gehe hier hin. Ich bin das. Ja, machen wir einen Stalker da? Naja, machen wir einfach mal. So, dann brauchen wir jetzt eigentlich eine Robo. Alles an einem Pylon ist natürlich auch nicht so geil. Deshalb brauchen wir nochmal einen zweiten Pylon hier hin. Und dann brauchen wir auch noch ein drittes Gateway. So. Da gehen wir gleich nach vorne, oder nicht? Könnten wir tun, wenn wir
nicht gegen einen Oracle oder so spielen. Also ich habe wieder ein bisschen Angst vor dem Oracle, aber er hat die letzten Spiele auch überhaupt gar keinen Oracle gespielt. Von daher, vielleicht mache ich mir da umsonst Sorgen. Unsere Sonden werden angegriffen. Nee, eigentlich. Gut, das heißt, wir stellen 3 ab als Defense an der Base. Unsere Forschung wurde. Wir haben Blink. Der Feind greift unsere Sonden an. So, vielen Dank für die Spende. Dann können wir jetzt mal vorne guten Tag sagen. Das erstmal so. So, wie müssen wir denn hier überhaupt laufen? Ich weiß es gar nicht so richtig. Haben wir da genug Worker? Jo. 200 Liter Ekelines. Wir könnten jetzt quasi dritte nehmen, wenn wir wollten. Machen wir auch mal. Komm, was soll denn der Geiz? Unsere Mineralien reichen nicht aus. So. Unzureichende Mineralien. Ich glaube, dieser Map ist so eine Sache, denn wir werden jetzt gleich direkt der Main-Armee guten Tag sagen können. Und hier nicht in Richtung. Ich kann schon irgendwas haben. Hier ist gerade gar nichts. Das ist ja auch unfair. Du hast einfach Einheiten gebaut. Double Style ist ja auch ein bisschen greedy. Tja. Wie unfair. Da hat er einfach Einheiten gebaut. Ja, das ist auch richtig so. Und hatte doppelt so viele Worker. Ja, stimmt nicht ganz, aber... Dann war das Void Ray, das ja angeblich schnell gepatcht wurde, extrem langsam. Die sind trotzdem noch langsamer als Blinkstalker, da hast du recht. Er müsste sie auch patchen, weißt du? Aber nur, wenn du nicht dagegen spielst, sonst ist es ja unfair. Nee, gegen Void Ray spiele ich eigentlich... Also Void Ray ist kein Problem, gegen Void Ray spiele ich eigentlich gern. Oh. Okay, Rematch. Wir haben doch Best of 3 gespielt. Ja, du, ich dachte, du wolltest gegen Void Race spielen. Na gut. Nee, gegen Void Race kann man was machen. Ach so. Das überrascht mich jetzt. Das letzte Spiel war ich bin extra auf Blinkstore gegangen, weil du das letzte Spiel auch gespielt hast, damit du nicht über Einheiten beschweren kannst. Nee, das letzte Spiel war, das Bruderspiel war völlig okay. Da hat einfach der mehr Glück hatte und mehr Einheiten hatte, gewonnen. Ja, ja, das ist ein Unterschied. Eine Tatsache. Ja, sehr schön, Zarok. Vielleicht bei Folge 200 nochmal. Ja, von mir aus. Nachdem du deine ordentliche Streaming-Session jetzt eingelegt hast. Warum werde ich denn jetzt angerufen? Das ist immer eine spannende Frage. Ich wurde vorhin auch schon angerufen. Ich bin nicht da. So, ja, ja. Das war Nergorix Revenge. Einmal mit einem Drop gewonnen, okay. Dann sehr, sehr peinlich für Nergorix. Das so gerne gemacht. Ich wollte schon immer wieder Swarmhouse spielen. Proto Survival Mirror Match. Machst du nix. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die Matches fandet. Wie viel Glück ich doch bei den Matches hatte und wie viel Skillscaling hatte und trotzdem verloren hat. So ein typischer Video. Du hattest bei den Zerg-Spielen hattest du kein Glück und bei dem Drop auch nicht. Bei dem Zerg-Spiel hattest du nur einfach, wir nehmen einfach die billigsten Einheiten, die man eingraben kann. Aber ich habe die nur einmal eingegraben und diesen Fight hätte ich auch ohne die gewonnen. Wenn wir uns nochmal den Graphen anschauen. Zaug mag ja keine Graphen, aber trotzdem kann man das gut mal machen. Ja, Graphen sind halt sinnlos. Dann sehen wir hier,
Wert der Armee, Wump, da hat nämlich Zarok angegriffen. Und deshalb habe ich da Einheiten gebaut und bin da hochgeschnellt. Vorher war ich in den Mörkern natürlich deutlich vorne. Ja, das ist auch ein bisschen ein Problem mit dem Zerg von Blizzard. Du hast bei Terraner hast du drückst und dann braucht die eine Zeit, bis sie baut, die Einheit. Ja, das ist bei Zerg auch so. Ja, bei Protoss drückst du und es explodiert alles gleichzeitig. Das wär vielleicht auch besser. Das heißt, du hast aber quasi, du möchtest, dass Protoss genervt wird, oder was? Du hast gerade gesagt, bei Protoss explodiert alles gleichzeitig. Ich habe gesagt, Zerg explodiert alles gleichzeitig. Gesagt. Okay, dann außerdem stimmt das nicht, weil die müssen auch bauen, die Einheiten. Das dauert auch seine Zeit. Und je teurer die Einheiten, desto länger dauert es. Ja, das geht prinzipiell schneller als ein Terraner. Ja, da würde ich dir zustimmen. Aber zum Beispiel ein Protoss könnte einfach reinwarpen zu diesem Zeitpunkt. Ja, das stimmt. Aber zum Beispiel, wenn Zerg auch einfach ganz normal Produktionsgebäude hätte, wäre das Ding schon wieder ein bisschen gebalancer. Dann müsstest du eine Rasse komplett gegen eine andere spielen und wir haben also die gleiche und wir würden nur eine Rasse zulassen. Ansonsten ist es schon ziemlich gebalanced. Nur im PvT ist aktuell nicht so gebalanced. Oder TVP. Habe ich nicht verstanden. Ja, wenn du das. So, das war egal. 41 Minuten sind wir schon. Ja, ich fand das jetzt eine schöne Folge. Ja, so könnten die Folgen immer laufen bei mir. Ja. Wir haben aufgedeckt, wo Nergorix Schwächen sind. Eindeutig in Grab-Ein-Einheiten bauen beim Zerg. Terraner war ganz okay, war ein einfacher Drop. Und Protoss war halt einfach Lack. Ein Doppelter war es übrigens. Das macht natürlich einen Riesenunterschied. Und ein Liberator, der 17 Kills hatte. Ja, auch das sind die terranischen billigen Einheiten. Der Liberator. Kostet eigentlich. Da stimme ich dir allerdings zu. Kostet nichts zum Bauen und macht einen Worker mit einem Schuss weg. Das stimmt. Muss man halt reagieren. Aber deshalb habe ich den auch bewusst dahin geschickt, nachdem ich den Job schon reingeschickt habe. Weil ich dachte, da guckt Zarok sowieso nicht hin. Der ist mit einer Aggression überfordert genug. Ja, hat er recht. Das hat sich bewahrheitet. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle war es das. Beim nächsten Mal spielen wir wieder gegen 2. Da kann wieder Zarok so tun, als würde ich alles falsch machen. Hier oben rechts könnt ihr auf diese Folge klicken. Unten rechts war ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.